got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Am 22.12. war ich hier in der Pamke Marina angekommen und die Beamten haben mir erstmal gesagt, dass ich auf dem Boot bleiben muss, da mein Covid-Test abgelaufen war nach 7 Tagen Reise. Und ja, so habe ich 14 Tage auf dem Boot verbracht und gewartet, dass die Beamten sich wieder melden. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Am 6. Januar habe ich dann überraschenderweise von den Behörden eine E-Mail bekommen, dass ich die Bahamas sofort verlassen soll, weil ich die Anforderungen zur Einreise nicht erfüllt hätte. Da war ich erstmal ein bisschen geschockt. Der Hafenmeister hat mir dann aber zum Glück geholfen und einen hochrangigen Offizier der Hafenbehörde angerufen. Und einen Tag später stand dann ein Arzt bei mir vom Boot, der einen neuen Covid-Test gemacht hat. Und dann konnte ich zum Marina-Office gehen am 8.1. und dort die Formalitäten erledigen. Na, endlich frei aus der Quarantäne. Viele Formulare ausgefüllt. Alter Schwede. 16. Tag. Endlich alle Stempel. Damit durfte ich dann auch die gelbe Kuhflagge endlich runternehmen, was bedeutet, dass ich mich jetzt frei auf den Bahamas bewegen darf und auch endlich das Boot verlassen darf. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Ja, fast 3 Wochen verlasse ich jetzt die Palm Key Marina. War wirklich super da, war super freundlich und ohne die hätte ich es auch nicht geschafft, hier auf den Bahamas einzuklavieren. Die wollten mich ja wieder rausschmeißen zwischendrin. Hat dann zum Glück doch noch mit viel Telefonieren auch von der Marina Crew funktioniert. Von daher vielen Dank dafür. Ich kann die Palm Key Marina nur empfehlen. Wirklich auch eine tolle Marina, sehr nette Leute, alles sehr gut organisiert. Von daher Daumen hoch. Und ja, jetzt, obwohl es gerade nicht so richtig sonnig ist und auch die nächsten Tage nicht richtig sonnig sein soll, freue ich mich doch wahnsinnig, jetzt zu den Exumas rüber zu fahren. Die sind nur 30 Seemeilen von hier, das heißt, so in 5 Stunden müsste ich eigentlich da sein und den Anker vor Highbourne Key werfen. Und dann hat mir netterweise Johannes Erdmann eine super Tour zusammengestellt. So, das scheint zu funktionieren.
Moin, ich bin gerade dabei gewesen, den E-Mail zu schreiben mit den ganzen Tipps, was man alles in den Zoomers angucken sollte und überhaupt in den ganzen Bahamas. Und dann dachte ich, eigentlich müssten wir zusammen auf eine Karte gucken, weil es so viel Ideen und Tipps und so weiter, was man alles machen könnte. Deshalb dachte ich, machen wir das jetzt mal. Ich habe hier Google Maps auf. Wir sind dann hier außen ums Riff rumgefahren, rüber nach Highbourne Key und hier kannst du richtig schön rüber. Ja, und den Tipps von Johannes folge ich jetzt natürlich und hangel mich so auf die Zoomers runter und das werdet ihr dann in den nächsten Episoden auch sehen. Da ich die nächsten Tage kein Internetempfang haben werde, habe ich hier mal ein paar erste Eindrücke zusammengeschnitten und die nächste richtige Episode gibt es dann in circa einer Woche. Just wanna